ich jetzt hier überhaupt richtig im Bild oder was? Weil mit meiner Mütze. Ihr müsst dran denken, ne, wenn ihr das nachher bei Schizo im Stream zeigt, dass er doch auch oben und unten immer diesen Balken hat. Habt ihr das auf dem Schirm? So, wage ich auch zu bezweifeln, ne, aber so viel zu eurer Professionalität, ne? Schizo tut doch immer so, als wäre er ein Profi, ne? Ganz ehrlich, habt ihr schon mal gesehen, dass beim Profi immer so viel schief geht? Ja. Nee, nur so viel mal dazu, ne? Ja, gut. Wir sollen uns jetzt vorstellen, ja, das ist für mich natürlich eine gute Möglichkeit, auch mal mein persönliches Inneres ein bisschen stärker nach außen zu tragen und an euch heranzubringen. Ne? Denn es ist nicht einfach für mich. Ich lebe mit durchaus massigen Vorurteilen und das beeinträchtigt mein Leben erheblich. Jetzt zeige ich euch mal, wer tatsächlich ein Profi ist, ne? So, pass auf. Erstmal. Man darf nicht vergessen, man muss die Leute da draußen auch erstmal einmal begrüßen, ne? Entweder ich habe hier absolut freien Handlungsraum oder eben nicht. Das liegt jetzt in eurer. Ich mach das und dann will ich nichts mehr hören da. Schneidest das noch raus und dann ab jetzt quasi, ne? Jo, pass auf. Hallo! Kennt ihr mich noch oder was? Ja, das ein oder andere Mal bin ich ja schon bei Schizo im Stream aufgekreuzt, sagen wir mal so. Ne? Klar, nicht ganz freiwillig, immer gegen eine Schachtel Kippen oder was. Aber letzten Endes hat es mir ja auch, und das kann man an der Stelle auch mal zugeben, ja, auch irgendwo Spaß gemacht. Ne? Sag mal, flackert die Lampe die ganze Zeit? Nicht, dass sie noch eine epileptischen kriegt. Was geht denn, Alter? Pass mal auf, Digga. Wenn ihr meint, ihr kommt hierher, ja, ihr macht hier Zapparazap unten an der Haustür oder was, dann müsst ihr jetzt mal an mir vorbei, weil ich stehe da nämlich. Ne? Und wenn einer meint, er ist da irgendwie zu kacken dreist oder was, oder er hat gar keine Anmeldung oder was, das müsst ihr mir schriftlich vorlegen, dass ihr in das Haus überhaupt rein dürft. So wie die Nachbarn hier im Haus auch. Was meint ihr? Paul muss auch ständig mir sein Dokument zeigen. Jedes Mal aufs Neue. Ich lasse mich doch nicht verkackeiern. Vielleicht ist er ja an irgendeinem Tag ausgezogen. Das weiß ich doch nicht. Ja? Und wie Paul hat sein Dokument vergessen. Dann bam, 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 bam. Dann fetze ich den Junge. Ja, und wenn ihr meint, ihr kommt auch hierher. Und ihr macht da unten zapp, zapp, zapp. Dann werdet ihr mich kennenlernen. Darauf schwöre ich. Ja, darauf schwöre ich. Ja, schick zu bezahlen mir nicht ohne Grund. Gar keine, das ist doch selbstverständlich. Ja, bezahlt mir genug Geld. Genug Geld. Er hat jetzt im Übrigen die letzten 3 Monate überhaupt nichts mehr überwiesen. Wenn das so weitergeht, dann werde ich den Jungen fetzen. Kannst du ihm ausrichten? Hast du das kapiert oder bist du zu blöd dazu? Ja. Es müsste sowieso vielleicht, das ist nochmal ganz gut, wenn man das irgendwie hier festhalten könnte, dass auch für Sabine ersichtlich ist, dass ich hierfür keine Gage kriege. Ja, kein Honorar, ne? Das mit den Kippen ist ja was anderes, ne? Das ist Zahlungsmittel in Naturalien quasi, aber nicht in finanziellen Aspekten. Das ist nur wichtig, weil ich habe da sonst wieder die Probleme nachher, ne? Weil Montag habe ich wieder einen Termin. Ja, ich bin ja... pass auf, ich fange nochmal an, vielleicht können wir das mal komplett rausnehmen alles. Hallo, na, kennt ihr mich noch oder was? No, scheißegal. So, pass auf, es ist so, ich gehe aktuell nicht arbeiten, das ist richtig, ja, aber ich habe meine Gründe. Ich bin jetzt nicht einer der arbeitslosen Schnurre, die sagen, zum Beispiel jetzt, ich muss immer zu Hause sein, falls ein Klempner vorbeikommt, ne?
Bei dem müsste man ja reinlassen und deswegen muss ja einer da sein. Ne, so einer bin ich jetzt nicht, sage ich euch ganz ehrlich. Bei mir ist es so, ich hab einfach keinen Bock zu arbeiten. Ist das denn so schwer zu verstehen oder was? Könnt ihr euch sicherlich vorstellen, da gehst du über die Straße, ahnst nichts Böses und dann fangen auch teilweise Kinder an, ja, 7, 8 Jahre, mich zu bespucken, zeigen mir den Mittelfinger und sagen zu mir sowas wie, verpiss dich, du Öko-Wichser, ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, verpiss dich ist eine Ausdrucksweise, die ich nicht dulden kann. Und da frage ich mich auch, wo haben die Eltern da bitte den Ansatz verpasst, die richtige Erziehung an den Tag zu legen, ne? Ja, ich meine, über Öko-Wichser kann man sich jetzt streiten, ne? Aber ich lebe nun mal relativ ökologisch, biologisch, ja, und ich kann es nicht ausschließen, dass ich auch das ein oder anderen Mal der Masturbation stark zugeneigt bin, ne? Insofern finde ich, kann man das jetzt gar nicht mal so stark veräußern, was da das Kind von sich gegeben hat. Wo ist der eigentlich? Warum macht er das hier nicht selber? Überraschungsmoment. Ja, das kann, den überrasche ich. Ey, du Fotzkorb! Ich krieg nur für die letzten 3 Monate Geld. Sieh zu, sonst bin ich weg, Mann. Was denkt er denn? Ich hab schon ein Angebot vom Penny. Ich soll doch vorm Eingang da aufpassen, dass die Leute die Maske aufsetzen und dass sie den Abstand einhalten. Was meinst du, was ich da für Knete krieg? Und deutlich weniger als hier von Schizo, das ist klar, ne? Aber da habe ich ja wohl deutlich mehr Traffic vor der Tür, ja? Open the door, but the traffic muss überwachen werden. Und das ist my job. Bin ich weg hier, ganz einfach. Aber die verbale Kommunikation von Kindern zu Erwachsenen ist heutzutage, so fasse ich das als Außenstehender auf, ist sehr stark beeinträchtigt, nicht? Also das hat wirklich mal stark und erheblich gelitten in den vergangenen Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnte. Ja, ich erinnere mich noch eins daran, wie ich zu meinem Vater damals jeden Abend gesagt habe, Papi, ja, wenn er fertig war, wenn er von den Knien wieder hochgekommen ist abends, ja, weil er ja immer vor meinem Bett das Nachtgebet gesprochen hat, ne? Und er sich dann auf meine Bettkante gesetzt hat, um mir einen guten Nachtkuss aufzudrücken, ja. Und das hat er mit wirklich voller Leidenschaft getan. Ja, und bei meinem Vater war es oft so, dass, wenn er mir Nachtschmatzerle gegeben hat, ihn die pure Leidenschaft dahin gezogen hat und er so ein bisschen die Kontrolle über sich verloren hat. Die Leidenschaft hat ihn gelenkt, ja. Das war ein Mann der Impulse. Und da ist auch bei einem Gute-Nacht-Kuss dann das ein oder andere Mal die Zunge rausgekommen und hat im Prinzip den Rührstab gemacht. So habe ich das damals immer verglichen, ne? Und das nehme ich ihn auch keineswegs übel. Ja. Das regt mich auf! Es gibt immer wieder welche, die sagen, ja, du bist eine faule Sau. Andere lässt du arbeiten gehen, auf deren Steuerkosten lebst du im Prinzip. Es ist richtig, da kann ich mich nicht widersetzen. Das ist richtig, da kann ich mich nicht widersetzen, ne? Aber, ja, es ist aber auch komisch. Wenn es der Livestream ist, dann ist es ja, da sehe ich den Chat ja auch. Jetzt nur in so eine Kamera hier zu sprechen, ist völlig total blöd. Ne? Jetzt habe ich einen Faden verloren. Mal einmal mit Profis zusammenarbeiten, die einen auch mal wieder ins Geschehen helfen. Weißt du, wie man das im Theater eigentlich nennt? Das ist eine Soufflöse. Ja, mir passiert es heutzutage auch das ein oder andere Mal, ja, bei meinem Sohn Tobias, dass ich da auch mit der Zunge
ein bisschen, ich sag mal, spontan bin. Ja. Jetzt zum Beispiel nächsten Monat, ja, wäre Tobias dann 24. Und ich habe mir überlegt, ihm zum Geburtstag wie sagt man, so ein Tagebuch zu schenken, ne? Noch eins so ein bisschen von früher mit der Diddlemaus, ne? Das waren wirklich noch schöne Zeiten. So, ihr Pisse, ich bin's, Wolle, und ich halte hier den Laden am Laufen. Das kann man durchaus so sagen, ne? Was? Ich bin zu laut! Dann stell den Pegel des Mikrofons weiter runter! Hast du das kapiert? Oder soll ich da eine knallen? Bist du behindert oder was? Ne? Alter, Junge! Und da freut sich Tobias sicherlich wie Wonne, ja, wenn er da seine Gedanken des täglichen Gutes aufschreiben kann. Ja. Ja, bin ich mal ganz gespannt, was er da schreiben wird. No, ich habe einen Zweitschlüssel zum Tagebuch. Und da werde ich das ein oder andere Mal überprüfen, was die Rechtschreibung macht. Ja. Und deswegen gucke ich da mal nach. Ja. Es muss Tobias nicht zwangsläufig wissen, dass ich seine Rechtschreibung noch überprüfe. Ja. Soll er ruhig denken, dass er selbstständig unterwegs ist. Ne? Ja. Das ist das, was mein Vater mir auch immer mit auf den Weg gegeben hat. Dieses Gefühl von Selbstständigkeit, ja. Dass man das Leben anpackt und dass man es rannimmt, ohne zu wissen, dass von hinten da dann doch noch jemand anderes dir über die Schulter schaut, ne? Ja. So, ich habe den Faden wiedergefunden, habe ihn aufgenommen und kann ihn jetzt wieder folgen, ne? Pass auf, es ist so. Ich habe am Montag habe ich einen Termin, ne? Bei Sabine, beim Arbeitsamt. Und ich bin keine von den Schmarotzern, ne? Meine Einstellung zur Arbeit ist ganz einfach erklärt, ne? Wenn du ein Brötchen hast und sagst dir im Prinzip, du hast Bock auf ein Fischbrötchen, dann kaufst du den dazugehörigen Fisch, ne? Und den packst du da drauf. So, wenn du jetzt aber ein Krabbenbrötchen willst, und Krabben sind teuer, das musst du immer bedenken, dann sagen die meistens, da kommt Mayonnaise mit drauf und ein Salatblatt oder was. Ich weiß auch nicht wieso, aber das sagen die meistens, ne? Wenn du ein fertiges Fischbrötchen kaufst. Und jetzt kommt das eine zum anderen. Du musst jetzt die teuren Krabben auf das billige Brötchen machen mit der mittleren Preiskategorie an Mayonnaise. So, pass auf, ich bin noch nicht ganz fertig. Und wenn du dann noch ein Salatblatt hinbeifügst, ah, das schmeckt. Das schmeckt, sag ich euch. Nur. Und so ist es. Ach, hör auf. Ich bin Wolle, ich bin Angestellter hier, ja? Und Junge, ich pass auf, dass einfach unten keiner reinkommt. Schizo hatte mal Probleme mit so einer alten Tosnelda, Lydia oder was? Die hat sich schon das ein oder andere Mal hinter Baum versteckt. Die ist auch schon hier ins Haus gekommen. Die war auch schon hier oben vor der Tür. So viel kann ich euch verraten. Und deswegen hat er mich eingestellt, damit ich da unten aufpasse. Ich meine, der Ruhm steigt für Shih Tzu ja auch erheblich ins Unermessene. Ja, der Junge ist im Prinzip schon prominent, Alter. Der ist schon mindestens ein L-Promi. No front. No front. No front. Boom! In your face, but no front. Ja, ansonsten, ich habe eine Freundin. Doch, ich habe eine Freundin. Willst du mir sagen, ich habe keine Freundin? Was? Ich habe keine Freundin. Wenn ich sage, ich habe eine Freundin, habe ich eine Freundin. Nun gut, ja,
Ich wohne mit Shizu im Übrigen hier in einem Haus. Ja, daher kennen wir uns. Oh, ich bin sein Nachbar. Ich wohne schräg unter ihm. Und das ein oder andere Mal hat er mir auch schon mit Zucker oder Milch ausgeholfen. Das, was man halt so kennt unter Nachbarn, das ist bei uns gang und gäbe. Ne? Nun gut, ich denke mal, das sollte fürs Erste reichen. Ja. Machen wir das hier noch ein bisschen öfter. Boah, ne? Ja, dann kann ich ja mir noch einiges von meinen Geschichten aufsparen. Ne? Ja. Ich lasse mir doch nicht sowas von dir unter die Nase halten, dass ich gar keine Freunde hätte, wenn ich es aber habe. Wir haben uns erst gestern getrennt. Es ist im Prinzip, ist es, kann man nur sagen, zu meinen Freunden, wir sind erst gestern auseinander. Mann. Gestern, letzte Woche, ein Monat her. Wo machen wir jetzt an einzelnen Tagen da den großen Unterschied, oder was? Pass auf! Ich komme gleich zu dir. Warte ab, wenn die Kamera aus ist. Das muss nicht on tape sein. Und dann, ja. Ja, ich pass auf, dass alles hier läuft. Shizu ist hochgradig zufrieden mit mir. Doch ist er! Er ist zufrieden mit mir! Hat er mir das letzten Samstag gesagt wieder. Da kam ich ein bisschen verspätet. Aber er sagte, im Groben und Ganzen ist er mit mir zufrieden. Wenn ich dann mal da bin. Und das habe ich positiv aufgefasst. Kann man so sagen. Ja, gerne würde ich dann auch noch Tschüss sagen zu den Zuschauern. Das ist gut, dass du es nochmal ansprichst. Ne? Ich wünsche euch einen gesegneten Tag, meine Freunde. Seid immer stabil, sagt man so. Ne? Habe ich von Tobias mir sagen lassen. Ne? Ja, seid stabil, liebe Gemeinde, und findet immer wieder den richtigen Weg zueinander und seilt nicht so viel ein ab. Oh, nee, ne? Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Ich hatte heute Morgen ein Brötchen mit Marmeladenaufstrich. Es hat mir sehr gut gemundet. Ja, man kann doch mal sowas erzählen, oder? Nö. Ansonsten, Bizeps, Trizeps brennt. Oh. Oh. Mittwoch habe ich noch einen Hautarzttermin. Ich habe an der Ferse, rechter Fuß, ein Hühnerauge. Ja, sonst fällt mir nichts ein. Geht ins Kino. Auch mit Corona kann man ins Kino gehen. Das ist vielleicht nochmal die Message. Die Message, vielleicht können wir das so zum Ende eintragen. Reinschneiden, dass man ins Kino auch mal wieder geht, ne? Man kann's nämlich, das wissen die wenigsten, man kann's. Natürlich, mit Abstand und alles geht das. Ne? Maske darfst du auch abnehmen auf deinem Sitzplatz da. Das geht alles. Man muss sich nur mal mit der Materie auseinandersetzen. Das tun die wenigsten. Idioten. So, ich hoffe, ihr konntet mich jetzt hier mal ein Stück näher kennenlernen. Das ist so der Sinn und Zweck des Ganzen hier, dass ihr auch nochmal ein bisschen was von uns mitbekommt. Ins Detail, weil ja oft im Stream dafür nicht die nötige Zeit da ist, obwohl man sie uns durchaus mal schenken könnte, denn wir sind interessante Menschen. Ja? Bei Paul bin ich mir nicht ganz sicher, ob der irgendwo interessant ist. Ich kann es mir schwer vorstellen. Aber bei mir und Wolle sowieso, das ist ein richtig geiler Typ, da durchaus. Ja. Könnt ihr noch, wenn ihr guck mal, ich bin Single, wegen Shizu, ihr wisst, Chantal hat er mir ausgespannt. Kann man da nicht mal eine Nummer einblenden, oder Emil? Dass die sich da bei Emil melden und dann können die doch Frauen jetzt, wer schon bevorzugt meine Wahl? Ne? Ja, kann man, ja. Perfekt! Ich hoffe, es meldet sich eine Dame meines zukünftigen Vertrauens. Ne? Sabine, du bitte nicht. Wir sehen uns sowieso am Montag wieder, ne? Und was wir da dann immer so machen, das lassen wir schön unter den Teppich gekehrt, ne? Oh.
Passt das? Na, dann haben wir es doch. Geht ins Kino!